Bernhard. Schön. Okay. 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 Hallo und erstmal herzlich willkommen, liebe Peru-Fans. Ich sitze hier mit Jesus Vila in Lima. In Zukunft? Ja, genau. In einem Café-Kette. Ich sag nicht, wer es ist, ja. Aber ihr habt es erkannt. Und Jesus ist auch in der deutschen Community. Ja. Deutschsprachige Community, würde ich sagen. Ja. Genau, oder? Ja, Jesus und ich haben, eine Stunde saßen wir zusammen, haben über das Buch gesprochen. 33 Geschäftsideen für Peru und Reise durch die wirtschaftlichen Möglichkeiten. Und was Jesus macht, ist, finde ich, persönlich total spannend. Ich lasse dich einfach mal selbst zu Wort kommen, was du genau tust. Kannst du auf Deutsch sagen oder genauso natürlich auf Spanisch. Also die Sache ist, dass wir haben gesprochen über diese Idee von einer Firma, die Begriffe verkaufen konnte in Bezug auf Restaurants oder etwas, also Firmen mit Essen zu tun. Also ja, wir beide glauben, dass das wäre eine erfolgreiche Idee in der Zukunft. Wir werden daran arbeiten, oder? Ja, genau. Wir sind so hier am Ende unseres Gespräches zu einem Punkt gekommen, wo wir sagen, wir werden uns wieder treffen. Ja, genau. Das Konzept finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Warum? Es verbindet das Business mit Gastronomie, peruanische Gastronomie und ganz viel auch mit Neurologie, so ist in Deutschland zusammen. Und das interdisziplinäre Philosophie zusammenzubringen mit Wirtschaft und dadurch einen Mehrwert zu generieren für die Menschen, das ist das, was mir persönlich so gefällt an Jesus und an seinen Ideen. Ja, genau, ja, und so, ja, wie Holger schon gesagt hat, ich hoffe, dass nächste Woche konnten wir uns noch mal treffen und wer weiß. Niemand weiß, was der Morgen bringt. Also wenn ihr das spannend findet, diese Verbindung, ich frage gleich nochmal, Jesus, wie der Fachbegriff ist, dann like das eigentlich mal gerne und auch in den Kommentaren. Es gibt einen Begriff dafür. Ne? Du hast Philosophie studiert und dieser Begriff ist? Phänomenologie. Ja. Also wir wollen Phänomenologie-Methoden benutzen, um Begriffe aufzubauen, um neue Firma zu schaffen. Ja, das würde ich sagen. Und du hattest ein Beispiel auch? Ja, also zum Beispiel, ich habe schon mit der Idee von Warike gearbeitet. Warike sind eine Art und Weise von Restaurants von Peru, wo man richtige peruanisches Essen essen kann. Und so, wir haben schon diesen Begriff aufgebaut. Und ja, wir sind sehr spannend, weil wir glauben, dass mit diesem Begriff eine sehr, sehr gute Warike entschöpfen können. Sehr schön. Danke, Jesus. Okay, danke, Holger. Und tschüss und viele Grüße an alle hier in Lima, in Peru sowie in Deutschland. Okay, ciao.